So, hallo zu meiner digitalen Sprechstunde. Ich freue mich, dass ich wieder dazu komme, wenn auch heute ein kleines bisschen später. Letzte Woche Freitag haben wir ja im Landtag das Mantelgesetz und das Sondervermögen beschlossen. Das waren ganz aufreibende und intensive Verhandlungen natürlich zwischen Rot-Rot-Grün und der CDU, um die insgesamt ca. 1,3 Milliarden Euro dafür freizumachen, um eben die Thüringer Bevölkerung in verschiedenen Bestandteilen zu unterstützen. Ich glaube, ihr habt es medial auch mitbekommen. Ich versuche einfach mal so ein bisschen die relevanten Bereiche vielleicht durchzugehen und Grüße in alle Richtungen. Schön, dass ihr dabei seid. Genau, also arbeitspolitisch ganz wichtig für Unternehmen, die Auszubildende und Lehrlinge übernehmen, die aufgrund von Corona in eine schwierige Situation gekommen sind, also wo die letztlich durch Corona entlassen wurden oder keine Übernahmechancen hatten, die bekommen jetzt einen einmaligen Bonus vom Land. Das heißt, das wird als Steuerungsinstrument genutzt, um eben die Auszubildenden auch wieder halten zu können bzw. einzustellen. Und für Betriebe, die durch die Infektionsschutzmaßnahmen und die Ausfälle, die entstanden sind, schließen mussten, beispielsweise auch im Gastgewerbe, gibt es nochmal 80% der Azubi-Vergütung, die vom Land übernommen wird. Also da sind nochmal weitere 3,5 Millionen Euro veranschlagt. Also es soll insgesamt natürlich helfen, um die Ausbildungsplätze zu sichern und dem Thema Fachkräftemangel in Thüringen entgegenzuwirken, was wir, muss man klar auch so benennen, ja auch schon vor der Pandemie als wichtigen Punkt irgendwie auf der politischen Agenda hatten und wo wir auch fachpolitisch weiter dabei sind. Ein ganz großer Anteil der Finanzen geht natürlich ins Gesundheitswesen. Insgesamt sind hier fast 300 Millionen Euro vorgesehen, 25 Millionen allein für Corona-Testungen, um auch in allen notwendigen Bereichen, gerade natürlich auch im pädagogischen Bereich, die Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Gelder, die da auch eingestellt sind, und es ist am Beispiel der Altenpflege durchgegangen, sind die sogenannten Bonizahlungen. Die waren ja durch Spahn einfach auch auf Bundesebene schon im Diskurs, sind aber ja nur ein Anteil, glaube ich, von dem, was man sich ja aus einer linken Perspektive vorstellt oder wünscht. Also es ist ganz, ganz wesentlich, dass diejenigen, die jetzt einen großen Anteil der Pflegearbeit geleistet haben oder insgesamt der medizinischen Arbeit, da auch eine Form von Wertschätzung und Anerkennung bekommen, die irgendwie über Klatschen hinausgeht. Ich glaube, da sind sich auch viele einig. Aber es ist eben nicht gelungen, beispielsweise auch für Angehörige, die zu Hause Altenpflege leisten, diesen Pflegebonus mit durchzubekommen oder eben auch für andere systemrelevante Berufsgruppen, also diejenigen, die in der Pandemie eben auch einem besonders erhöhten Risiko ausgesetzt worden sind und eine höhere Belastung hatten. Wichtiger noch als die einmalige Zahlung, die einmalige Wertschätzung ist natürlich die Frage, wie gehen wir auch weiter in Richtung Tarifverträge, gerade natürlich auch hier in Thüringen ist es immer noch Thema zu schauen, wie Tarifverträge so gestaltet werden können, dass sie sowohl eine Entlastung darstellen als auch eine höhere Entlohnung eben dauerhaft ermöglichen und nicht nur eben die Einmalzahlung. Aber immerhin. Ein anderer Bereich, in dem ganz positive Nachrichten sind, ist der Bereich der Solo-Selbstständigen. Hier werden Zuschüsse in Höhe von 1.180 Euro pro Monat für 2 Monate beschlossen, um Lebenshaltungskosten aufzufangen. Die konnten sonst nicht mitberechnet werden. Und Ziel ist es hier gerade auch, Freiberuflerinnen und Freiberufler eben nicht auf Hartz-IV-Programme sozusagen zurückgreifen zu lassen. Ganz wesentlicher Aspekt, dass die Sonntagsöffnungszeiten, die Ideen, die die FDP da mal wieder ins Gespräch gebracht hat, abgelehnt werden konnte. Also wir damit auch die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern weiter geschützt haben und das Ladenöffnungszeitengesetz eben nicht gelockert wurde an der Stelle. Weil es halt auch gar nicht sein kann, dass diejenigen, die jetzt gerade eh schon total belastet bis spät abends an der Kasse sitzen, dann auch noch weitere Wochenendschichten haben. Es gibt weitere Sofortprogramme im kleinen Beihilfenbereich, Dienstleistungsgewerbe, Gastro- und Tourismus, nochmal Landwirtschaft, gemeinnützige Träger, Nothilfefonds auch nochmal für Sozialverbände, Arbeitsmarktträger, Berufsausbildungsträger, Träger von Geburtshäusern, also diesen ganzen sozialwirtschaftlichen Bereich. Im Bildungsbereich allein 14 Millionen nochmal für die Bereitstellung von digitalen Endgeräten, einfach weil eine der Zugangsvoraussetzungen natürlich, um überhaupt gerade digital dabei zu sein und Online-Lehrangebote wahrnehmen zu können, ja auch immer die Frage der Endgeräte gewesen ist.
Insgesamt auch nochmal für Volkshochschulen, für Jugend- und Erziehungshelfen wurden Gelder eingestellt. Kultur- und Sportbereich, also allein Sportbereich nochmal 6,5 Millionen, aber auch für die im Ehrenamt einfach gemeinnützig tätigen Vereine. Und eine Entlastung insgesamt von 33 Millionen Euro, die, glaube ich, ganz wesentlich für viele in Thüringen ist, ist, dass für die Monate April, Mai und Juni eben keine Kita-Gebühren oder Hortgebühren anfallen. Das heißt, hier unterstützt das Land und ich glaube, die Zahl, die auch medial mit am weitesten umgegangen sind, sind nochmal die 185 Millionen Euro, die als Soforthilfen an die Kommunen gehen, um die und auch an die Landkreise gehen, um sowas wie Gewerbesteuern auszugleichen. Also da, wo eben auch Einbuße jetzt prognostiziert worden sind, zu erwarten sind. Kurorte wurden nochmal explizit gefördert. Genau, das vielleicht zu dem Bereich. Ihr könnt gern auch eure Fragen wie immer einfach in die Kommentare stellen. Ich werde das nutzen, um mal kurz Kaffee zu trinken. Genau, wenn euch zu dem Bereich noch was interessiert, entweder jetzt in die Kommentare oder einfach später mir nochmal eine Nachricht schreiben. Ansonsten zu einem, wie finanziert die Unterstützung? Unterstützung wird durch die Rücklagen finanziert, also durch das, was durch die, gute Finanzplanung der letzten Jahre auch letztlich beiseite gelegt worden ist. Aber auch das Land muss natürlich schauen, wie es finanziell weiterkommt. Wir haben unsere Haushaltsplanung, die jetzt anfangen für 21. Und ja, das ist in der Debatte, wie es ab dann weitergeht. Also ich glaube, das wird auch nochmal ein größeres Thema. Sicherlich auch mit Blick auf die Wahlen ist es ja wichtig, dass wir da Finanzen haben, die auch über die aktuelle Legislatur dann hinaus eine gewisse Planungssicherheit für alle bieten. Ein weiteres Thema von dem wir uns, glaube ich, in den letzten Tagen alle nicht so richtig fernhalten konnten, das einfach sehr, sehr viel Raum ganz berechtigt eingenommen hat, einnehmen musste, sind die Protestaktionen, die nach dem Tod von George Floyd gelaufen sind, die sich letztlich in dem, was nicht nur in den USA, sondern weltweit sich jetzt gerade mobilisiert. Ich glaube, daran kann man einfach sehr, sehr gut erkennen, wie dringend und wie wichtig die Debatten sind, die wir einfach auch nicht erst seit letzter Woche führen müssen. So, wir wissen, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Wir wissen, dass wir auch in Deutschland einen strukturellen Rassismus haben und das wird doch sehr wenig angegangen. Wir haben im Landtag letztlich einen symbolischen Protest abgehalten. Wir haben, aber was ich noch viel wichtiger finde als die Symbolik, die wir damit versucht haben darzustellen, auch durch die letzte Legislatur, da gibt es ja durch die Enquete-Kommission eben auch einen Abschlussbericht mit, ich gucke nochmal nach dem Titel, Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thüringen, sowie ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die freiheitliche Demokratie. Das gibt es auch nochmal als Broschüre mit einem Kurzbericht mit konkreten Handlungsempfehlungen. Da möchte ich euch irgendwie auch nochmal darauf hinweisen, dass auch aus der letzten Legislatur aus dem Thüringer Landtag schon einiges erarbeitet worden ist, wie hier mit umzugehen ist. Und ich glaube, ganz wichtig bei diesem Thema ist auch die Verknüpfung zu der Frage, wie funktioniert weiterhin auch Polizeigewalt in Deutschland. Ich glaube, viele haben auch mitbekommen, was in Hamburg abgegangen ist, bei dem eben auch klar geworden ist oder nochmal sehr sichtbar war, wie Racial Profiling weiterhin eingesetzt wird, wie das eben auch gerade im Demobereich abläuft. Und ich merke bei mir auch mit Blick auf die Social Media Aktionen, die gelaufen sind, die am letzte Woche Dienstag war ja nochmal mit dem Blackout Tuesday, ist natürlich eine Sache, einfach eine schwarze Kachel zu posten. Und ich glaube, das Statement, was damit gesagt werden sollte, ist sehr wertvoll. Und das andere, sich danach zu überlegen, okay, wie kann man hier gerade als weiße Person weiter vorgehen? Womit muss man sich auseinandersetzen? Was muss man reflektieren? Und wo muss man auch einfach irgendwie mal die Klappe halten und andere Leute zu Wort kommen lassen und sich selbst ein Stück weit zurücknehmen? Weil ich glaube, dass gerade auch wenn ich mir Twitter und Co. angucke, finde ich das ganz spannend, wer sich gerade äußert und wer nicht. Und wichtig, Betroffenen und ExpertInnen-Perspektive sind nicht unterschiedlich. Das heißt, immer nur zu sagen, oh, jetzt ist gerade irgendwas passiert und jetzt laden wir bewusst irgendwie schwarze AktivistInnen und WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort ein. Und ansonsten haben wir doch ein anderes Bild auch in der deutschen Medienlandschaft. Ich glaube, das wird einfach überhaupt nicht dem gerecht, worüber wir hier reden, beziehungsweise es macht eben schon auch eine Dimension, einen Bestandteil von dem strukturellen Problem, was wir haben, aus. Und deswegen da einfach mein Wunsch oder auch mein Appell, sich
auseinanderzusetzen, zu gucken, welche Stimmen gerade irgendwie gehört werden müssen und zu überlegen, wozu positioniere ich mich selber oder eben auch nicht. Ich glaube, dass es da gerade nochmal eine andere Reflexion braucht. Und genau, vielleicht soweit zu diesen beiden Punkten. Ansonsten geht ja die Woche wieder mit sehr vielen Terminen sowohl im Landtag mit einigen Ausschüssen los, als auch im Wahlkreis. Ich werde mit Blick auf das, was wir jetzt im Mantelgesetz beschlossen haben, was im Sondervermögen jetzt auch noch für Unterstützungen da sind, diese Woche im Wahlkreis auch noch mal unterwegs sein. Und zwar, ich gucke gerade nach, ich bin Donnerstag 10 bis 12 in Blankenhain am Markt und am Freitag 10 bis 12 am Brauhof in Apolda. Also für diejenigen, die ja im Wahlkreis auch unterwegs sind und Lust haben, vorbeizukommen, sich darüber auszutauschen, wie jetzt auch mit den Unterstützungsangeboten, wie mit den finanziellen Hilfen weitergeht, wie auch die kommunale politische Arbeit weitergeht, können da persönlich mit mir ins Gespräch kommen. Und für alle anderen ist natürlich, sind die üblichen Social Media Kanäle offen. Also ich freue mich über eure Anmerkungen oder Fragen oder Hinweise und ja, wünsche euch einen guten Wochenstart. Bis dann!